Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der zweiten Folge meiner kleinen Modellbau-Grundlagenreihe. Und wir starten gleich durch, und zwar mit dem Thema der Kompatibilität der Gleismaterialien innerhalb eines Unternehmens und eben auch herstellerübergreifend. Und da packe ich mal wieder das Märklin M-Gleis auf den Tisch. Und ich habe, ich glaube, es hat sich ein bisschen merkwürdig angehört oder verwirrend angehört, mit dem K-Gleis von Märklin. Und da muss ich sagen, das K-Gleis existiert noch. Es gibt es noch. Es wird immer noch vertrieben. Nur eben das M-Gleis nicht mehr. Dafür gibt es ja jetzt eben das C-Gleis, was ja, das M-Gleis in Kunststoff ist. Aber es passt nicht zusammen. Da Hersteller Märklin jedoch seine Kundengruppe oder seine diejenigen, die halt noch das M-Gleis haben, nicht vergraulen möchte, gibt es verschiedene Übergangsgleise, etwa so lang wie das Gleis hier, was ich in der Hand habe, nur eben, dass auf der einen Seite das C-Gleis anschließen kann, auf der anderen Seite das M-Gleis. Es gibt aber auch Übergangsgleise vom C-Gleis zum K-Gleis, aber auch vom K-Gleis zum M-Gleis. Und das finde ich also eine tolle Sache. Es gibt allerdings ein Problem mit anderen Herstellern, denn Märklin hat Wechselstrom. Oder nutzt Wechselstrom seit eh und je. Und alle anderen Hersteller fahren eben auf Gleichstrom. Und es gibt zwar Hersteller, die sich zwar im Gleichstromsegment, also im DC-Segment bewegen, aber auch Wechselstrom-Lokomotiven oder Fahrzeuge, also AC-Fahrzeuge, dann anbieten. Ne, für diejenigen, die halt dann auf Märklin fahren. Aber ansonsten, man kann jetzt auch nicht sagen, ich nehme jetzt einfach mal, weil ich günstig dran angekommen bin, nehme ich jetzt das Trixgleis, weil es passt ja dazu. Ne? Es harmoniert ja. Zwar nicht farblich, aber mein Gott, die Farbe ist mir egal. Es funktioniert halt eben nicht, weil hier beide Pole, oder beide Schienenprofile bei der Märklin, Wechselstromgleisen, beide gleich gepolt sind. Also hier haben wir, sage ich mal, Plus. Da in der Mitte haben wir Minus und hier haben wir Plus Minus. Ne? Und das haut nicht hin, nicht mischen, nicht Gleichstrom und Wechselstrom mischen. Das kommt nicht so gut. Ja? Deswegen die beiden Gleise also nicht zusammen verwenden. Außer ihr wollt irgendwie einen Batteriezug drauf fahren lassen. Aber auf solche Gedanken möchte ich euch gar nicht erst bringen. Ja, dann, wenn ich das schon mal in der Hand habe, komme ich gleich mal zu Tricks. Gehört jetzt ja auch zu Märklin. Ne? Man sieht auch an dem Gleis, gleiche Profil oder gleiche Werkzeug genutzt wurden, nur ohne die Löcher für die mittlere Spur. Hat er erwähnt, früher gab es auch dieses Gleis von Trix Express. Das gibt es nicht mehr. Es gibt hier keine Übergangsstücke von Trix zu Trix Express. Aber es gibt Übergangsstücke von Trix C-Gleis zu Fleischmann. Also da geht es los, dass es da schon halt herstellerübergreifend wird. Ansonsten kann man aber nur die Trix C-Gleise untereinander benutzen. Eine andere Möglichkeit gibt es halt nicht. Wie gesagt, auch nicht die Märklin-Gleise nehmen, auch wenn sie gleich aussehen. Aber scheinbar gleich aussehen, auch passen. Nicht mischen. Dann nehmen wir nochmal das Beispiel Pico. Neues Gleis, ein altes aus den 70er Jahren Kunststoffgleis von Fleischmann, das Fleischmann Profi-Gleis. Das passt nicht, weil die Profile ganz anders sind. Und hier werfe ich es auch nochmal ein, die einzelnen Hersteller haben unterschiedliche Gleisgeometrien. Ich erkläre es nachher noch ein bisschen besser beim N-Gleis zwischen Fleischmann und Minitrix. Die Radien sind anders. Eine R1 ist nicht gleich eine R1. Was bei dem einen R1 ist, das ist bei dem anderen, ja, gibt es da nicht. Ne? Der hat einen ganz anderen Radius. Und auf die Gleise, auf die Gleisgeometrien, auf die Radien, darauf angepasst sind auch die geraden Stücke, die Ausgleichsstücke, die kürzeren, die Weichen, die ganze Weichengeometrie, die Kreuzungsgeometrie, alles ist durchgerechnet, durchkonzipiert innerhalb eines Herstellers, aber nicht herstellerübergreifend. Bei manchen passt es, bei manchen aber wiederum nicht. Also da in dem Bereich also nicht unbedingt dann anfangen, ach, ich kaufe mir mal eine Pico-Weiche, ich habe einen Fleischmann, aber die Pico-Weichen sind gerade im Angebot, haue ich mir da eine rein, werde da nicht so glücklich werden.
da es dann auch zu Störungen kommen kann, weil eben die Profile einen anderen Querschnitt haben und da dann die Räder, entweder haut es euch dann nach kurzer Zeit die Haftreifen kaputt, weil ein kleiner Überstand, scharfe Kante, die Haftreifen hauen da immer drüber oder stoßen immer an, hoppeln dann drauf auf das nächste Gleis, dass die dann ziemlich schnell brüchig werden und sich durchscheren und abnutzen. Und auf der anderen Seite, im Innenbereich, können die Spurkränze der Loks im Wagen eben dann gegen die etwas anderen Profilquerschnitte gegenschlagen. Also auch nicht so schön. Also am besten, wie gesagt, nicht mischen. Gut, da haben wir hier, da habe ich also nichts gefunden. Wer macht das dann auch? Ne? Entweder man fährt Rokal und fährt dann wirklich im Retro-Style und hat auch nur Rokal-Gleismaterial, oder man fährt auf modernem TT-Gleismaterial. Ja, also ist dann halt so eine Sache. Ganz kurz nochmal zu Märklin. Wer jetzt so sagt, oh Mensch, ich fahre zwar auf Gleichstrom, möchte aber, weil ich die so geil finde, die Märklin-Gleise nehmen. Und da haue ich doch bloß einen Mittelleiter raus, dann kann ich die doch anschließen. Geht nicht. Weil die beiden Gleise sind gekoppelt. Man sieht es zwar nicht, dass sie gekoppelt sind. Sie sind aber, wenn man unterschaut, hängen die Gleisprofile am Gleiskörper. Die sind da also dann mit so kleinen Klammern festgemacht. Also die Klammern hängen auch gleich dran. Das heißt, also es steht eine Verbindung zwischen Schotterbett, Gleis oder Gleisen und Schwellen. Das ist alles, steht alles unter Strom. Nur die mittlere Spur ist abgekoppelt. Da kann man dann die Isolatoren sehen. Also ihr könnt jetzt nicht einfach den Mittelleiter rausnehmen und die dann im Gleichstrombetrieb einsetzen wollen. Haut nicht hin. Geht einfach nicht. Oder ihr müsst ganz umständlich irgendwie das eine Gleis... Das bringt nichts. Also könnt ihr leider nicht machen. Da müsst ihr dann auf andere Möglichkeiten umsteigen. Aber nicht. Aber es gab kein M-Gleis, also M-Gleismäßiges Gleis bei irgendeinem anderen Hersteller. Ich meine, sie haben halt, ne, kurz mal den Prellbock, der steht schon die ganze Zeit hier rum, ob man das Bild halten, hat halt schon Charme, dieser blechgeformte Aufbau des Prellbocks. Aber man kann sie eben nicht mit anderen Gleissystemen wegen Gleichstrom und Wechselstrom zusammenbringen. Gut, kommen wir jetzt mal zu N. fangen wir mit Minitricks an. Minitricks untereinander harmoniert, ganz klar. Ich hatte erwähnt, dass dieses Gleis, was ich hier vorne liegen habe, dieses Betonschwellengleis, das kam Anfang der 90er, ganz neu auf den Markt, war wirklich revolutionär, ein Betongleis mal auf einer Endanlage zu haben. Es gab aber nur die Flexgleise von Minitricks. Das heißt, wenn man Weichen hatte, da hat man wieder diese schwarzen Schwellen dabei gehabt. Jetzt kommen aber ganz normale, passend zur Minitricks Gleisgeometrie, auch Betonschwellen in fertigen Stücken. Also das heißt Kurvenstücke, also Bogenstücke in verschiedenen Radien und verschiedenen Winkeln. Dann Prellböcke, Weichen, Kreuzungen. Also das komplette Programm kommt jetzt 2023 auch in Betonschwellenoptik. Finde ich gut. Gefällt mir doch ganz gut. Dass man da auch dann mischen kann. Das heißt aber auch, dass man Übergänge schaffen kann. Man könnte dann so gesehen auch das normale Gleis dran packen. Ist die gleiche Gleisgeometrie, sind die gleichen Profile, da sehe ich also keine Probleme. Dazu beim nächsten Hersteller, wozu Tricks passt, ist auch Rocco. Ab und zu kommt es dann vor, dass da aber leichte Unterschiede in der Profilhöhe sind. Die beiden passen zusammen. Es ist die gleiche Gleisgeometrie. R1 ist bei Minitricks und Rocco gleich. Fleischmann hat einen anderen R1. Fleischmann hat auch andere gerade Längen. Das Fleischmann-Gleis ist länger als das Minitricks-Gleis. Darauf sind natürlich dann auch die Kreuzungen und alles ausgelegt. Die gesamte Gleisgeometrie auch mit den Weichen. Und deswegen passt das da schon nicht. Und es gibt auch hier verschiedene Querschnitte bei den Profilen. Ganz kurz mal die Grafik gezeigt, das Bild gezeigt mit den Profilen. Da haben wir Minitricks, Rocco, Fleischmann und ich habe Kato mit reingenommen. Im Vergleich, weil bei Kato finde ich sehr auffällig, dass der Kopf des Profils sehr weit runter geht, schon sehr weit in den Steg reingeht, also sehr bodennah so gesehen dann schon ist, also sehr wuchtig wirkt. Und das ist jetzt ein wirklich übertriebenes Beispiel für die verschiedenen Gleisprofilquerschnitte, jetzt beim Modellbahnbereich.
Wenn wir noch bei Minitricks bleiben, hole ich eben mal das Arnold-Gleis hervor. Arnold hat eine eigene Gleisgeometrie, hat auch eine, wenn man sieht, dass der Gleisschuh und der Abschluss eines Profils auf einer Ebene liegen. Nicht wie bei, sag ich mal, Minitricks, wo dann da schon ein Unterschied ist. Bei Minitricks sind die Profile auf gleicher Höhe. Ne, wenn man den Gleisschuh abziehen würde, hätte man da das, eine gerade Kante oder eine gerade Linie zu ziehen. Hier ist es genau andersrum. Zudem sind die Gleisschuhe anders aufgesteckt. Da gibt es aber auch immer noch von, es gab damals von Arnold die Möglichkeit, dass man an die Arnold-Gleise Minitricks, die hatten ein Übergangsgleis, Minitricks-Gleise anschließen konnte. Nicht unbedingt, dass man dann eine Gerade an eine Gerade anschließt, sondern zu der Zeit hatte Arnold eine Drehscheibe und Fleischmann hatte eine Drehscheibe, aber es gab keine Minitricks-Drehscheibe. Minitricks hatte eine Schiebebühne mit Drehteller mittendrin. Damit aber Arnold seine Drehscheibe auch an Trickskunden verkaufen konnte, hatten die dann damals schon Übergangsstücke zum Anschluss von Minitricks-Gleisen an die Arnold-Drehscheibe angeboten. Jetzt momentan ist im Tricks-Programm immer noch zu finden ein Übergangsstück generell, auch ich schätze mal ungefähr die Länge von dem Arnold-Stück, ein Übergangsstück von Minitricks zu Arnold. Das heißt also, dass diese Arnold, wer Arnold-Gleise hat, jetzt immer noch weiterbauen kann mit Minitricks. Auch herstellerübergreifend, obwohl Arnold es in dem Sinn ja nicht mehr gibt. Das ist ja jetzt auch nicht mehr Arnold selbst. So wie Fleischmann nicht mehr Fleischmann ist. Fleischmann, da haue ich mir jetzt mal die beiden auf den Tisch. Da haben wir einmal das Zahnstangengleis und das Profilgleis. Fleischmann, beziehungsweise ja, bei Fleischmann werden jetzt ja auch, oder unter Fleischmann laufen jetzt ja auch die alten Rocco-Gleise, die allerdings ja eine andere Profilgeometrie haben, einen anderen Querschnitt. Hierbei würde es noch passen, dass man das Zahnstangen-Flexgleis an das Schotterbettgleis vom Fleischmann anschließt. Ne, passt auch so von der Höhe her, das kommt alles hin. Bei Rocco sehe ich das noch nicht so, dass man halt an das Rocco-Gleis oder Tricks-Gleis eben das Fleischmann-Profil anschließen kann, da hier auch eben die Fleischmann-Profile halt genutzt werden, noch immer genutzt werden. Und bei Tricks und ich meine auch, ich denke mal bei den neuen Rocco-Gleisen ist auch noch so, auch analog dann zur Gleisgeometrie, dass da auch die Profile sich nicht geändert haben. Das heißt also, die Gleise ohne Schwellen, die jetzt unter Fleischmann laufen, passen nicht mit den anderen Gleisen zusammen, die es eben früher schon mal Fleischmann gab. Es ist kompliziert. Es ist wirklich dann sehr, sehr umständlich, was zusammenpasst. Aber bleibt bei einer Gleissache. Wie gesagt, bei Rocco wird es jetzt schwer, weil bei den Rocco-Gleisen, weil die jetzt auch unter Fleischmann vertrieben werden. Und da fragt man sich sicherlich auch, warum passt Rocco nicht zu Rocco? Ich habe jetzt aber kein neues Gleis da, um zu gucken, ob da jetzt nicht auch die neuen Profile genutzt werden. Was natürlich blöd ist, wer jetzt bislang immer Rocco N gefahren hat, dass da natürlich dann auch nicht mehr die alten Schienen zu den neuen passen, wenn jetzt das Profil andere genutzt wird. Es ist einfach nur, mir platzt gerade selber so ein bisschen der Schädel, deswegen muss ich aufpassen, mich hier nicht zu sehr zu verrennen. Ja, Fleischmann hat mal Minitricks, hatten wir. Das Arnold hatte ich angesprochen. Die Sache hatte ich angesprochen. Und Lima lasse ich jetzt mal außen vor. Die haben da auch so ein bisschen was Eigenes. Aber das sind eigentlich jetzt so die Sachen, die man dann auch auf dem Markt bekommt. Kato kann ich eben nochmal ansprechen. Da gibt es keine Übergänge. Das heißt also, wenn ihr unbedingt auf Kato fahren wollt, was ihr gerne machen könnt, dann müsst ihr aber auch bei Kato bleiben. Ja, also da jetzt irgendwie umzusteigen, wie gesagt, ist auch eine andere Gleisgeometrie. Wenn ich mir jetzt das ist ein langes, gucken wir mal hier, da gibt es auch unterschiedliche Längen. Aber ich meine auch, dass da die Gleisgeometrie wieder eine ganz, ganz andere ist. Und wie gesagt, mischt so gesehen am besten nicht. Bei Rocco und bei den alten Roccos und bei den alten Tricksern hat es immer noch funktioniert. Das war damals auch so eine Preissache, dass man sich dann halt Rocco-Weichen geholt hat. Aber dazu komme ich dann, wenn es um Weichen geht. Aber so kleine Unterschiede sind dann schon da. Da muss man so ein bisschen doch schon nacharbeiten. Gleise anschleifen ist immer so ein Ding, dass sich dann da, wo geschliffen wurde, sonst sind die Dinger halt poliert, die Profiloberflächen. Und wenn man jetzt anfängt zu schleifen, dann bekommt man da ganz minimale Riefen, wo sich aber wiederum Dreck einsetzen kann. Also Gleise nicht schleifen. Ne? Übergänge, ja, kann man mal machen. Aber im Großen und Ganzen eigentlich die Finger vom Schleifen auf Gleisen.
Kommen wir nun zu Kapitel 4, den untergeordneten Spurweiten in H0 und N. Und da hat Rocco, ein alter Katalog, leider vorne mit Riss, bereits in den 70er, 80er Jahren, oder frühen 80er Jahren angefangen, mit H0E, Industriebahnen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Grubenbahn, beziehungsweise, ja, kommt da aus der Grube rausgefahren, ne, das Bild auf dem Katalog, oder im Katalog. Aber da gab es halt Startsets, wo es aussieht, als wenn das die ganz normalen Rocco N-Gleise sind, die dabei gelegen haben. Denn H0E ist ja die Spurweite 9 mm. Und da gab es auch ein Feldbahngleis, aber keine Weichen. Mittlerweile gibt es Weichen, aber die Fahrzeuge wirkten dennoch recht groß. Also eine richtige Feldbahn, ein richtiger Feldbahnmaßstab war das nicht. Eher so in Anlehnung. Ich habe hier zum Beispiel einen Wagen, da fehlt allerdings der Aufsatz. Ne? Rollt wunderbar auf N-Gleisen, also super Rollverhalten. Aber wie gesagt, für eine richtige Feldbahn doch etwas mächtig, da ja 6,5 mm oder kleiner, 6,5 mm Spurweite wäre da halt besser gewesen, hatte Rocco aber nicht im Programm, denn der einzige Hersteller da zu der Zeit von Z-Fahrzeugen in der Nenngröße Z war eben dann Märklin. Da gab es, wie gesagt, auch, oder gibt es heute noch, dann Weichen, Schmalspurweichen und auch Feldbahnweichen, die unterscheiden sich so ein bisschen an Art der Schwellen. Ich meine auch, dass die Feldbahnweiche noch ein wenig vom Winkel her ein bisschen weiter war als eben das Schmalspurgleis. Ja, ansonsten gibt es natürlich sehr viel Selbstbaumaterial, das heißt also Schwellenbänder von diversen Herstellern, gerade H0M und H0E ist auch Weinert Modellbau eine Anlaufstelle. Wer sich also für das Thema interessiert, aber da gibt es so viel Material, dass ich da jetzt gar nicht im Einzelnen auf eingehen kann. Soll ja auch bloß einen Überblick verschaffen, was am Markt halt da ist. Aber wie gesagt, alles an Gleisen und Zubehör sich hinzulegen, ist wirklich immens. Also es wäre wirklich, dann sitzen wir nächste Woche noch hier. Ja, wie gesagt, H0 gibt es einiges. Da gibt es auch dann fahrbare Sachen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Firma Busch. Das ist dann allerdings in 6,5 mm. Hier sind zwei Gleise drin. Zwei kurze habe ich mir da mal geholt. Das ist dann halt Großserie. Weinert ist dann doch mehr, ja, exklusive Kleinserie und exklusiver Modellbau. Das, wie gesagt, ist dann mehr so Richtung Standard. Busch hat dann auch Fahrzeuge, die auf diesen Schienen fahren können. Also wir haben ja auch wieder die Z-Spur, ist aber nicht, oder Nenngröße Z, ist aber nicht verbindbar, nicht zusammensteckbar mit den Minitricks, mit den Märklin Miniclub Gleisen. Man sieht also einmal sitzt der Schienenverbinder auf der anderen Seite. Gut, das könnte man eventuell noch ändern, aber ja, mit den Schwellen, das haut halt nicht hin. Und wie gesagt, da hat Busch halt sich ein eigenes kleines Konzept überlegt. Dieses kleine Band, dieser Streifen, der da unten drin ist, der schwarze, der ist auch wichtig, denn weil die Fahrzeuge doch recht leicht sind, haben die da unten drunter einen Magneten. Das heißt also, ich nehme wieder meinen Nylon-Magneten. Das Band in der Mitte ist magnetisch, die Schiene selber nicht. Also nur das Band, was in der Mitte ist. Allerdings ist der Magnet, der unter den Waggons und unter der Lok sitzt, nicht so stark wie jetzt dieser Magnet. Da würde sich dann gar nichts mehr bewegen. Da würden die beziehungsweise die Räder durchdrehen und der Zug würde auf der Stelle fahren. Ist halt ein, ich denke mal, dass da ein Ferritmagnet drunter sitzt, im gewissen Abstand, der aber dennoch für die Bodenhaftung halt sorgt, ne, und für einen sicheren Lauf. Denn ansonsten würden die ja vielleicht auch zu sehr wackeln, die Fahrzeuge. Und das würde ja auch ein bisschen merkwürdig aussehen. Obwohl eine Feldbahn darf, finde ich, auch schon mal ein bisschen wackeln, aber eben dann auch im passenden Verhältnis. Also hierauf können, also da gibt es Anschlussgleise und diverses andere Gleismaterial. Das ist also dann relativ neu, ja. Dann gibt es noch Gleis-Dummies, das heißt also für Standmodelle von der Firma Auhagen, auch in der 6,5 mm Spurweite. Da muss man halt dann die einzelnen Teile rausklipsen und ja, nicht zusammenstecken, sondern dann hintereinander auf die Anlage kleben und dann eben noch schön ausgestalten. Da gibt es dann Weichen, die allerdings dann nicht funktionieren. Ne, typische
Feldbahnweiche ist dann halt eben auch diese Y-Weiche, dann Stücke, wo man dann andere Spuren mit überfahren kann, ja, dass man da halt dann über die Teile in die H0-Gleise einlegen kann und ja, dann eben eine stationäre bzw. eine nicht motorisierte Feldbahn mit aufbaut. Es sind also mehrere Teile in der Packung, kann einem alles rausholen. Eine kleine Drehscheibe ist auch mit dabei, das kleine runde Ding, weil ich die Seite ja. Ne? Das haben wir mit, ich hoffe, dass es drauf ist. So. Und mehrere Bögen, also Spritzbögen, nächstes Mal drei Stück mit geraden Segmenten, die man entweder einzeln oder doppelt als Doppelgleis auslegen kann. Kurvenstücke, ja, wie gesagt, und ein Teil, wo dann Weichen und Weichenhebel und sowas mit bei ist. Ist dann die günstigere Alternative als eben dann das Busch, die Busch-Sache, aber dafür eben auch nicht motorisiert. Und so eine Feldbahn hat ja dann doch schon einen gewissen netten eigenen Charakter. Ja, dann schwenke ich über zu N. Da wird es dann natürlich ein bisschen knifflig mit der Schmalspurgeschichte, aber es gibt da was, das nenne ich jetzt schon mal, pack's aber dann, beziehungsweise erläutere das Ganze dann nochmal im Kapitel 5 mit dem Selbstbau, Gleisselbstbau. Und zwar die Firma Lemiso. Die hat einiges im Programm an Schwellenbändern und auch Schienenprofilen, mit dem man dann eine H0M-Anlage dann eben aufbauen kann. Das heißt also eine Schmalspurbahn wie die HSB oder die Molybäderbahn. Und die haben auch die passenden Fahrzeuge dann dazu, in Kleinserie allerdings. Und deswegen kommt das dann in den speziellen Bereich. Und hier ist mir gerade ein Gleis runtergeschmettert, was ich oben extra draufgelegt habe. Und zwar, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das Feldbahngleis. Und das fand ich so interessant, dass ich mir das erstmal holen musste. Denn was mir bislang nur bekannt war, waren eben von, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das hier war, zumindest diese, ja, die man also nicht unbedingt für eine Feldbahn nutzen kann, weil mit den Schwellen, das passt nicht, der Gleiskörper, dieses angespritzte Schotterbett ist dann also nicht ganz so attraktiv, finde ich zumindest. Und da hole ich jetzt einfach mal hier nochmal so ein Gleis raus, oder ich habe alle raus, geht glaube ich besser. Das ist die T-Spur. Und wie man sieht vom Schwellenabstand her, ist das schon wirklich, kommt hier sehr gut an die Feldbahn ran. Und es ist ein Flexgleis. Das ist also auch von dem, wenn man sich die Gleisprofile anschaut, schon schön detailliert. Die einzelnen Köpfe von den Befestigungen sehen auch nicht zu klobig aus. Sehr coole Sache. Es gibt allerdings noch keine Fahrzeuge dafür. Es gibt Material dafür, aber wie gesagt, dazu dann auch halt im Selbstbau. Im Kapitel mit dem Selbstbau. Und das sind die, manchmal haben wir es mal hier auf dem Finger und danach kommt eh das Foto, die Schienenverbinder, die allerdings nicht vom Schwellenabstand her zu den Schienen passen, leider. Also wenn man die draufsetzt, hat man dann einen sehr engen Schwellenabstand. Das finde ich ein bisschen nur, ja, das weiß ich nicht. Ne, hätte man vielleicht doch anders machen können. Also, aber ich denke mal, das sind Standardteile, weil es diese Gleise eben auch in der Ausführung der für normale Schienenfahrzeuge eben gibt, wo dann der Schwellenabstand nicht ganz so groß ist. Jo. Das ist dann Lemiso. Und für den Bereich Standmodelle gibt es dann eben entweder von der, oder eigentlich bei der Firma Modellbauern, Modellbau wollte ich gerade sagen, Bauunion, also Modellbahnunion natürlich, im Vertrieb von DM Toys. Und da habe ich aber nichts da. Ich habe mich aber selber mal dran versucht. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich wollte erstmal gucken, wie in der Proportion, eine Feldbahnlok zu konstruieren. Eine Feldbahnlok, die hier bei mir um die Ecke steht. Die also nachzubauen und gegebenenfalls auch zu motorisieren. Aber das ist halt eben auch wieder ein bisschen knifflig. Und was es bislang auch noch nicht gibt, sind eben die ganz normalen herkömmlichen Förderwagen. Den jetzt da drauf zu bekommen, oh, ist natürlich etwas knifflig und wackelig und überhaupt. Ja, ein kleiner Förderwagen, eben auch dann für die T-Spur und in Nenngröße N, damit der halt auch 50 zu den Figuren passt. Ja, eben nochmal Vergleich, dann Förderwagen für N und die etwas überdimensionierte Feldbahn
von Rocco damals. Ja, habe ich hier sonst noch irgendwas dazu auf dem Thema? Dann würde ich mal sagen, wir gehen zum nächsten Punkt über. In Kapitel 5 kommen wir nun in den Bereich, den man wohl als anspruchsvollen oder exklusiven Modellbau bezeichnen kann, mit Begrifflichkeiten wie zum Beispiel dem Begriff Code oder Finescale, aber natürlich auch dann, was es für Möglichkeiten gibt oder warum eben Gleise bei der Modellbahn selbst gebaut werden. Und ich fange mal an mit der Erläuterung des Codesystems. Das Codesystem bezieht sich auf die Profilhöhe. Allerdings müsste die dann in Tausendstel Zoll oder halt in Dezimalzahlen angegeben werden. Und deswegen hat man sich eben dieses vereinfachte System überlegt in eine Ganzzahl. Ne? Es gibt ja einen Code 80, Code 75 und so weiter. Eine Ganzzahl ist natürlich einfacher zu merken als eine Dezimalzahl oder Bruch. Ne? Und deswegen wurde das halt so eingerichtet. Die bekanntesten mit sind oder gängige sind zum Beispiel im H0 und N-Bereich der Code 80 oder das Code 80 Gleis hat eine Profilhöhe von 2 mm. Bei Code 75 haben wir noch eine Profilhöhe von 1,95 mm. Oder 1,95, Entschuldigung. Bei Code 70 sind wir bei 1,8 mm. Und besonders für den Bereich N und Z interessant, Code 55 mit 1,4 und der Code 40 eben mit 1 mm Profilhöhe. Was bedeutet das aber dann für den Gleisbau? Also es gibt Unternehmen, gerade bekannt dafür ist, der Name, der immer wieder fällt, ist zum Beispiel Peco. Peco ist ein britischer Hersteller von Modellbahngleisen, ist natürlich dann auch wieder weit von dem normalen Standard weg. Ja, es ist eine Importware, ganz klar, dass da auch ein gewisser Preisaufschlag da ist. Verzollung und diese ganzen Geschichten. Also es ist etwas schon ein bisschen exklusiver, sich dann eben komplett mit dem Peco-Gleis auseinanderzusetzen und dieses dann eben einzusetzen. Anderer Name, der immer wieder auftaucht, ist das Unternehmen Weinert Modellbau, ein deutscher Hersteller, der auch Bausätze anbietet im Bereich Gleisbau und auch gerade Nischen abdeckt wie die Unterspurweiten. Auch eine sehr interessante Sache. Und da geht es auch, bekommt man zum Beispiel auch Weichenbausätze. Das klingt natürlich jetzt sehr kompliziert. Ein normales Gleis aufzubauen ist natürlich schon kompliziert, aber eine Weiche ist natürlich dann um einiges schwieriger. Und gerade für einen Einsteiger sicherlich eine Herausforderung. Ne? An der Weiche zu sitzen in der Zeit, wo man eine Weiche, sag ich mal, vielleicht zusammengebaut hat, da hat man ansonsten schon seinen ersten Zug gefahren. Ja, auf einer mit dem herkömmlichen System der gängigen Hersteller, ne? Wenn man jetzt so auf Standardware, sag ich mal, zurückgreift. Aber zum Selbstbau später, das war jetzt erstmal das Codesystem, dann Finescale. Das hängt nämlich dann wieder damit zusammen. Desto tiefer ein Profil wird, ich zeige es mal eben nochmal an so einer herkömmlichen Weiche, welche sieht noch schön aus hier. Eine ganz normale Handweiche von Minitrix. Gut, ist jetzt N, kann man vielleicht ein bisschen schlecht sehen. Aber hierbei sind, sag ich mal, bei den Standardgleisen die Profilhöhen immer noch ein bisschen überdimensioniert. Also es geht da noch ein bisschen tiefer, es geht da noch ein bisschen mehr ans Original ran. Jetzt habe ich mal ein echtes Stück da. Um so dicht wie möglich eben an den Vorbildquerschnitt eines Gleises halt zu kommen. Und dadurch kommt natürlich auch, dass dann die Spurgrenze an den Fahrzeugen, die ja da sind, ne? Man hat ja das Rad und dahinter ist dieser Teller, ne? Dieser Teller, der halt dann das Rad davon hindert, von den Schienen zu rutschen, also der Spurkranz, der hat beim Vorbild eine, das tendiert so zwischen 25 und 38 Millimetern, also so, ne? Müsste ja im Original sein. Bei neueren Fahrzeugen haben wir dann schon mal einen Spurkranz, wenn man jetzt umlegen würde, jetzt sag ich mal im Bereich N oder H0, wäre dann so. Das wäre schon gut. Ne? Das ist dann schon ein bisschen tiefer. Die alten Loks, sag ich mal, wenn man sich Gebrauchtware kauft aus den 70ern und 80ern, haben solche Spurgrenze. Übertragen jetzt auf den Originalmaßstab. Ne? Das bedeutet aber auch, dass die dann eventuell irgendwo anschlagen. Desto tiefer also das Gleisprofil wird, desto mehr würden die Sachen dann anecken.
Ja, und ich zeige das eben nochmal auf bei einer Grafik. Also schauen wir uns eben nochmal das normale Gleis an. Wir haben also das Schwellenband. Wir haben die Gleisklammern, die eigentlich schon dran gespritzt sind. Und wir haben das Schienenprofil. Wenn wir uns das Ganze jetzt im Codesystem anschauen, mit dem Tieferwerden, dann sehen wir wieder das Schwellenband, dann unsere Gleisklammern und auch unser Schienenprofil. Wenn wir jetzt eine Achse, sag ich mal, draufsetzen, auf der einen Seite sowie auf der anderen Seite, dann sieht man schon mal, wie weit das ganze Rad herunterrutscht und dass dann eventuell der Spurkranz eben irgendwo aneckt, aufliegt. Manche Gleishersteller gehen dann so weit, dass die halt die Gleisbefestigungspunkte etwas tiefer ziehen, wodurch aber dann natürlich weniger Halt, weniger Stabilität da ist, um das Gleisprofil zu halten, was ja normalerweise auf den Schwellen aufliegt. Und so ist dann halt zum Beispiel beim Code 55 Gleis, dass dann das Gleis mit so einem kleinen Widerhaken, mit so einer kleinen Spur dann eben im Schwellenband eben drin liegt, also in den Schwellen, in die Schwellen eingreift, was natürlich nicht beim Vorbild so ist, aber dadurch natürlich im Modellbahnbereich für Stabilität sorgt. Ja, mit dem Spurkranzen ist natürlich dann so eine Sache bei Weichen, gerade diese Weichen sind extrem, so gesehen, empfindlich. Und jetzt denke ich mal schon mal über in den Bereich des Selbstbaus. Weichen sind sehr empfindlich. Wenn wir jetzt mehrere Weichen, gerade bei Weichenstraßen, so, nehme ich hier noch eine alte Handweiche von Trix. Nee, das geht gar nicht. Muss ich hier eine Lima und eine Dings nehmen. So, Trix. Wenn wir jetzt Weichenstraßen bauen, dann tauchen ja solche Sachen auf. Entweder werden die Weichen dann so angebaut, vielleicht soll ich suchen, halt, dass ihr auch das Profil seht. Wenn mal so, dass die Weichenstraßen dann aufgebaut werden oder halt andersrum, das werden diese Hosenträgerkreuzungen gebaut, dann liegen da Doppelkreuzungsweichen drin. Und da Weichen sowieso schon empfindlich sind, das heißt, also es gibt diese Berührungspunkte mit den weichen Zungen, es gibt die Herzstücke, wo die Räder gegenhauen. Also eine Weiche ist immer ein Rumpelding. Merkt man auch bei der normalen Bahn, wenn man unterwegs ist. Es holpert immer, wenn man durch eine Weichenstraße fährt. Jetzt haben wir aber den Punkt, wo die Weichen immer noch aneinander stoßen. Auch da sind wieder Punkte, wo es halt immer wieder holpert. Und damit diese Punkte halt und etwas verringert werden, diese Holperpunkte, diese Ansatzpunkte, gehen eben manche dann drauf, dass sie sich dann die Bausätze holen, wie zum Beispiel von Weinert, einen Weichenbausatz, und dann ein Profil, was ja dann länger ist als diese Profilstücke, die man hat, durch verschiedene aneinandergereihte Weichen und Kreuzungen halt ziehen. Das heißt also, es sind zwar immer noch auch Stoßstellen da, aber eben nicht mehr so viele, als wenn jetzt an jeder Weiche, denn wenn man jetzt einen großen Bahnhof aufbaut oder ein Bahnbetriebswerk oder sonst irgendwie einen Güterbahnhof, hat man sehr, sehr viele Weichen. Und desto weniger eben Stoßstellen da sind, desto besser ist natürlich auch die Betriebssicherheit, desto besser rollen die Züge durch, desto besser ist auch die Stromführung. Denn jede Anbindung, jede angesteckte Schiene ist natürlich wieder ein Schwachpunkt. Ne? Dann sind mal die Schuhe halt nicht richtig, sind halt vielleicht schon ein bisschen lose, ein bisschen ausgeleiert, man hat nicht ganz aufgepasst beim Bau und man wundert sich nachher, warum der Zug da an der Stelle manchmal ein bisschen ruckt oder vielleicht auch gar nicht mehr fährt, dass da eine Kontaktschwierigkeit da ist. Aber da gibt es halt auch wieder Sachen, wie man das Ganze unterbinden kann, wie man dann mehr für mehr Betriebssicherheit sorgt, geht aber dann mehr in den Bereich des Gleisbaus. Jetzt geht es erstmal darum, um das Gleismaterial. Und die andere Sache mit den Herzstücken und Weichen kommt halt dann im Themenbereich Weichen ran, wenn es nur um Weichen geht. Aber nochmal zu den tiefergelegten Kotgleisen, wo die Profile halt tiefer liegen, aber vorbildorientiert sind, würden dann gerade in diesem Weichenzungenbereich die Räder aufsetzen. Ja, man kann ja nicht irgendwie jetzt sagen, okay, dann nehme ich halt normal Kot 55 Gleise, aber dann Standard Weichen. Ja, da haben wir wieder diese Kanten, die ich vorhin gezeigt habe, wo allein schon bei Rocco und Minitrix dieser kleine Unterschied ausreicht, für Holperungen bzw. um die Haftreifen eben wegzufräsen, wirklich wegzufräsen. Also solche Dinger, die reichen dann aus. Und da wäre es ja noch extremer. Ne? Also dann hätten wir schon einen halben Millimeter, wenn nicht noch ein bisschen mehr, Gleis,
Profil, Höhenunterschied, und das wäre dann zu immens und macht auch dann auch keinen Spaß. Deswegen auch, was ich vorhin schon mal sagte, wenn, bleibt bei einem Gleissystem. Und da sollte man dann nicht tauschen und nicht hin und her wechseln. Dann beim Gleisbau, gerade in größeren Spurweiten, geht es natürlich auch dann sogar so weit, dass die einzelnen Gleisklammern einzeln gesetzt werden. Bei den kleineren Spurweiten hat man so, da hat man das Schwellenband oder ein Straßenbahnband, je nachdem, was angeboten wird oder was man haben möchte, wo man dann das Profil einzieht. Bei den größeren Spurweiten, sagen wir mal 1 oder auch selbst bei 0 noch, sind und nutzen manche, entweder bauen sie es selber oder sie kaufen sie, kleine, einzelne richtige Holzschwellen, wo die Schienen drauf festgetackert werden. Aber wirklich mit kleinen Gleisnägeln, Gleisschrauben, Klammern, ist natürlich dann optisch Königsklasse, definitiv. Sollte man sich das als Einsteiger antun oder sollte man doch erstmal anfangen mit Standardmaterial? Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, man möchte ja dann auch irgendwann mal in diesen Fluss kommen, wo es dann auch mal losgeht, wo man mal was fahren lassen kann. Und wenn man da erstmal ein Jahr lang nur Gleise zusammenbaut, ist natürlich dann schon eventuell schon ein Frustfaktor da, wo man das ganze Hobby dann wieder sein lässt, ja, und seine Sachen verscherbelt. Immer so eine Sache, aber da muss halt jeder selber sehen, wie er dann da weitergeht. In manchen Bereichen, wie gesagt, kann man auf Standardmaterial erstmal zurückgreifen, wenn man sich für ein Thema erstmal auf ein Thema festgelegt hat, was man gerne machen möchte. In anderen Bereichen wiederum muss man selber bauen. Da gibt es dann zum Beispiel den Bereich gerade der Schmalspurbahnen und gerade im Bereich N. Und da spreche ich nochmal auf den Hersteller Lemiso an, der für den Schmalspurbereich, also für den Meterspurbereich, für für NM, dann drei verschiedene Schwellenbänder anbietet. Einmal mit Holzschwellenoptik, einmal mit Betonschwellenoptik, meine ich, war das, und einmal mit Stahlschwellenoptik. Und gerade die Schmalspur oder 1 Meter Spur Stahlschwellen finde ich also richtig hammerhart. Aber damit noch nicht genug. Ebenfalls wird angeboten ein Dreispurgleis. Das heißt also ein Gleis, wo man dann entweder die 6,5 mm Meterspur hat oder eben die 9 mm Regelspur, wo man also beide Züge drauf fahren lassen kann. Auch eine sehr interessante Sache, dazu noch dann andere Teile wie Weichen, wo die zuerst auf ein Dreigleis reinkommen beispielsweise, wo dann der N-Zug oder die Regelspur geradeaus weitergeht, aber der Abzweig ist dann auf Meterspur, also dann auf 6,5 mm. Ist einfach irre. Also hätte ich schon unheimliches Interesse dran, in dem Bereich mir auch meine Anlage aufzubauen. Also ich muss erstmal mit der einen fertig werden, bevor ich jetzt mit Schmalspur anfange. Ich kann euch aber einen Kanal hier auf YouTube empfehlen. Der Herr wohnt auch gar nicht so weit weg. Also wenn der Berg bei mir nicht daneben wäre, könnte ich hier einmal so, das wäre eine halbe Stunde Fußweg so ungefähr. So muss ich halt im halben Harz fahren quasi. Und zwar der Kanal von Holger Tischner. Der hat sich eine Bahn aufgebaut, eben mit den Lemiso-Gleisen, mit den Dreispur-Gleisen, das heißt also N und auch also 9 mm und auch 6,5 mm fahren kann, nach dem Vorbild der Südharz-Eisenbahn bzw. HSB. Und tolle Anlage und sehr viele kleine Fahrsachen sind auf jeden Fall auf seinem Kanal zu finden, wo man auch einen sehr guten Einblick eben auf diese Gleise von Lemiso werfen kann. Ja, und ansonsten bei Fahrzeugen in dem Bereich ist dann halt auch schon schwerer. Viele Anbieter gibt es nicht, die da was machen. Auch Lemiso halt als Kleinserienhersteller oder hauptsächlich bei solchen Sachen Kleinserienhersteller, die natürlich dann, weil es eine Kleinserie ist, dann natürlich schon im gehobenen Preissegment unterwegs sind. Und natürlich auch viel Feinscale, was dann nochmal einen Haufen draufhaut. Bei Feinscale werden dann häufig Gusssachen aus Messing bzw. auch Ätzteile verwendet. Und das ist natürlich dann auch für einen Einsteiger jetzt nicht ganz so, als wenn er sich jetzt eine gebrauchte Lok eben kauft für, wenn er Glück hat, nochmal bei 40, 50 Euro, die auch trotzdem schon mal gut laufen, wo man auch keine unbedingt
es ist nicht gesagt, dass die billigen Dinger immer gleich verharzt sind oder nicht laufen oder irgendwas abgebrochen ist oder sowas. Man kann schon Glück haben, auch in dem Bereich was zu finden, ist jetzt durch die ganze Preissteigerungsgeschichte natürlich wieder ein bisschen höher gekommen. Jetzt sage ich mal, muss man dann schon mal so 50 bis 60 Euro anstatt 40 bis 50 dann auf den Tisch legen. Aber gut, dazu dann auch, wenn es halt um Fahrzeuge an sich geht, ob man lieber gebraucht oder neu oder wie auch immer dann fahren soll. Ja, das wäre es denn soweit für heute, beziehungsweise jetzt für den zweiten Teil, wo es um das Gleismaterial eben der Gängehersteller geht und eben, wie ihr mitbekommen habt, eben auch noch so ein bisschen angerissen wurde, was sich denn hinter den Begriffen Code und Finescale befindet und was eben so im Selbstbau möglich ist. Na, aber Selbstbau, das wäre eigentlich so gesehen alles dann eine eigene Folge. In dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Interesse und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann und tschüss.